Hallo Zina und willkommen zu unserem Let's Play. Hi! Hi, dein Schreihals ist auch da. So, was, Jungs, was machen wir jetzt? Ja, wollen wir uns was? Wie war das? Ja, wollen wir uns ausziehen? Ja, und denn? Ich kann ja mal so spaßenshalber alles ausziehen lassen. Ja, das wäre mal lustig. Finde ich jetzt gar nicht so witzig. Wieso findest du Wieso? Das nicht? Warum nicht? Wenn ich ohne Frauen dabei ist das nicht witzig. Wartet mal, ich mach das mal an. Das ist nicht dasselbe, ne? Macht da keinen Sinn, irgendwie, sich ausziehen, wenn keine Frau da ist. Wir müssen unsere Zuschauer zwar das Menü hier sehen, aber das ist ja nicht so schlimm. Oh, Kalle kommt. Kalle. So. Kalle Pol. So. Wir müssen hier ganz doll aufpassen, was man sagt. Hier wird mitgeschnitten. Warum gibt es eigentlich keine Frauen in dem Spiel? Ja, voll sexistisch. Wie wollen wir Männer überhaupt überleben auf Dauer? Eigentlich ist doch alles umsonst. Das du frage Männer ich mich auf auch. Der Insel, das ist irgendwie fast schon philosophisch. Irgendwann finden wir ein Blueprint fürs Klonen, also Klonen. Und dann ist hat sich das eh erledigt mit der, mit der handelsüblichen Fortpflanzung. Also irgendwie. Ja, aber irgendwie, wer weiß, was man denn da für Teile dafür braucht. Irgendwie will er mich hier nicht, will er das hier nicht. Ich kann kein. Wer ist denn da noch angezogen? Ja, wir sollen es alle ausstemmen. Ja. Der dreht war, Porno mit war, uns. Der dreht von wegen, er ist nicht von der anderen Seite. Ja. Ich lauf weg, ich will kein Porno drehen. Zu spät. Bist schon drauf. Rein. Ich habe ja die Hose noch an. Ja, das geht ja leider nicht nackig. Leider. Das will er hier nicht. Da meldet er, dann macht er eine Fehlermeldung mir ausgeben. Aber echt? Ja. Das kann doch kein Fehler sein. Also sowas. Zensor. Du musst doch mal die Hose wechseln. Kann es doch sein, dass ein uralter. Oh nein, meine Frau ist gerade von einem Wolf getötet worden. Ich hatte keine Munition mit. Ich kam leider zu spät. Shit. Oh, Frauen. Merkt ihr den Wolf, ich werde mich rächen. Ich muss auf jeden Fall schneiden, weil man mein Passwort hier drinnen sieht. Hast du jetzt dein ganzes Inventar verloren? Ich komme wieder. Hey Jungs, ihr seid alle nackig. Guckt euch das mal an. Ihr habt ja kleine... Wie nackig. Wir also sind nicht ich nackig. Ich sehe noch Hosen. Ich also, sehe auch eine Hose. Ja, dann gibt doch mal einfach im Chat ein Zensor.nudity und dann falls. Ich schreibe es euch einfach mal in den. Zensor.nudity. Ach so, slash Zensor. Genau. Zensor.nudity. Aber nicht in den Chat eintragen, sondern bei F1. In die Konsole. Ach so. Ja. Musst du uns Idioten noch sagen, die sich hier nicht so damit auskennen. Also Zen. Ich muss auf jeden Fall das Chatfenster nachher ausschneiden. Das geht ja gar nicht. Also bei mir steht zwar. Sensor.nudity und Leerzeichen falls. Also false. False. Also bei mir stand zwar Settings changed, aber ihr habt alle trotzdem immer noch die Böcks an. Ja, das steht bei mir auch. Das ist aber schade. Das wäre ja echt witzig. Ja, Settings changed. Dann machen wir die Penis Brother Gang 2. Also eigentlich, warte mal, ich gucke mal. Alles nicht so einfach. Wie leicht kann man... Ich habe auch eins. Ich glaube, ich muss dringend erstmal auf Toilette kraften. Ach so. Guck mal, ich schreib das euch nochmal an den Dings ein. In TS. TS? Ja. Den muss ich hier raustappen. Achso, mit Punkt? Ja, hatte ich aber eigentlich auch gemacht. Habe ich eingegeben, aber das funktioniert. Ach so, ne, ich hatte es falsch geschrieben. Ui. Das kann ja, ich nicht. Ja, nackig! Kedos hat Zellulitis am Po. Ja. Verdammt, ich wurde erwischt. Und jetzt schön den Schniepel ausschwingen. Die sind aber klein bei euch. Ja, so sieht das doch schon anders aus. Ui, Rasserhut auf Fiedelwutz. Spring dir ins Gesicht. Jetzt sind wir hier, wie heißen die Penis Gang? Penis Brothers. Penis Brother Gang. Aber den gibt's ja schon. Wir sind Rasserhut auf Schniedelwutz. Ja, Brotherhoods auf Schniedelwutz. Das ist gut. Ghetto.
Das ist ja geil, dass das doch noch geht. Wie cool. Oh nein. Ich wollte nur mal jetzt gucken, ob es geht. Entschuldigung. Wenn ich jetzt hier rumhüpfe, ne? Also warum schwingt der eigentlich? Ja, voll keine Physics. Von ich bräuchte schnell eine Bandage. Oh, warte. Henry, wo bist du? Komm mal her. Ja. Guck mich mal an. Wackelt da was, wenn ich so mache? Was ist da oben? Oh Gott. Meine Herren, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 nackte Kerle und es wird gegackert wie in der 5. Klasse. Ich finde es nicht. Gehst du mal weg da? Mit deinem Gesicht? Ich komme hier keiner zu nah. Ja. Oh, ist das witzig. Das ist ja cool. Ja, war, finde ich auch. Macht ihr eure Tour jetzt so zu Ende? Ich meine, das ist gar nicht mal so schlecht. Das, und die Klamotten, die muss man ja mal wieder reparieren und herstellen. Ja, das stimmt. Nö, ich würde sagen, dann lassen wir das so. Wir gehen mal. Nicht kalt? Wollen wir nicht langsam zurückgehen zu. Nö. Wie heißt der hier? Grippi. Grippi. Du wolltest ja, das mir doch das als Werbevideo nehmen, oder? Ich glaube, das wird so nix. Das kann man vergessen. Was guckst du da? Wieso? Der Mann hat sich da wohl angesprochen. Ey! Ey, wer haut denn hier? Ey! Du entziehst mir Energie! Brauchst du ein Medipack? Ich kann dir auch einen Stein geben. Ja, einen brauchen wir noch für unsere Sammlung. Jetzt ja, wir haben glaube ich noch einen Slot frei, ne? In unserer Steinkiste. Kedos spielt, Kedos ist auf Drogen. Klar. Ja, ja. Steppke hatte aber einen dicken Pickel am Hintern, auf der linken Pobacke. Meine Herren, im Schießen. Bist du dir sicher, dass das ein Pickel ist? Schieß dir mal weg. Mit der P250 mal wegschießen. Ausdrücken. Oder auslasern. Du hast doch einen Laser vorne dran. Nee, hab ich nicht. Ich hab nur Halo. Wer hat denn den Laser? Lasert mir doch mal den Hintern. Ja, warte mal. Voll auf den Hintern. Oh, einmal die Leberflecken weglasern, bitte. Hautkrebsvorsorge. Sehr schön. Wollen wir wieder zurückgehen zu Grippi? Ja, dann laufen wir wieder zurück. Keine Ahnung, wo wir lang müssen. Ach, guck mal, da ist die Straße. Da ist die Straße. Dann gehen wir zur Straße und zurück. Halt okay. Dein Schniedel nicht so dicht an den Bären. Wieso? An welchen Bären? Naja, nicht, dass dir. Achso, an den Bären. Genau. Warum soll er seinen Schniedel nicht an den Bär haben? Grippi kommt nur auf dumme Gedanken. Ach so. So, tschüss. Fußlaufen macht Spaß. Ach so, schön. Alle schwer bewaffneten Nackte. Schlaf. Kommt ihr mit? Ja, schwer bewaffnete Nackte. Schlaftabletten, kommt ihr mit? Das ist aber ganz schön gefährlich, so durchs Gras laufen und dann nichts an. Ja, nachher kommt Pokémon. Durchs Hüftvollgras. Das kitzelt ganz schön. Ja, ja voll. Könnte Malheur passieren. Ich gucke nur noch mal, ob die Tür zu ist. Ich habe eine Zecke auf der Eichel. Oh, das bitte rausschneiden. Das ist, weil die Werbung und so, das ist nicht gut. Wo seid ihr jetzt lang gelaufen? Karl kommt. Hallo Karl und willkommen bei unserem Let's Play. Wo seid ihr jetzt lang gegangen? Ach da. Die letzten Tage war das nicht so. Das ist mehr so Let's Gay. Karl Aschkikow. Kommt da mal. So. Kalle, wir sind komplett nackig, ohne Hose sogar. Oh, und ich bin noch nicht im Spiel, ich glaube. Ja, du musst das aber dann einschalten noch. Warum lauft ihr mal nicht dahin, wo ich hinlaufe? Ah, das sieht schon irgendwie interessant aus, wenn ein 6 bewaffnete Nackte hinterherlaufen. Genau. Ja. Brotherhood auf Schniedelwurz ist wieder unterwegs. Ja. Yeah. Jetzt baue ich mit meinem Penis hier mal den Holzstapel ab. Ob der dabei schwingt? Der Holzstapel, na klar. Und so. Ja, genau. Ja, genau. Du hattest gestern, unter die Frau kommt, du hattest okay. Gestern schon auf dein. Du hattest gestern schon an einer bestimmten Stelle Splitter. Oh. Ja. Wieso habe ich eigentlich immer ein leeres. Wieso habe ich eigentlich immer ein leeres Magazin? Kann mir das mal jemand erklären? Splitterfasernackt, geil. Hier sind wir die Häufchen. Grippi hat mal wieder. Hab ich nicht. Wo gehen wir denn jetzt hin? Na, zurück zum Grippi, würde ich sagen. Ach so. Genau. Wollt ihr hier noch was mitnehmen? Was? Soll sich jetzt jeder auf ein Feuer setzen und dann machen wir Würstchengrill? Ich muss mal kurz mein Geschäft machen. Setz dich mal auf den Haufen. Nee. Yeah. Nicht auf so einen Haufen hier. Ja. Andi, Entschuldigung, oh, keine Rede. Henry, hör auf, das riecht nach Käse. Kalle, unten müssen wir. Komm da raus. Kedos, dein Schniedel brennt. Ich kann den Befehl sehen für den Nackedei-Befehl.
Sensor.unity Leerzeichen False. Warum sehe ich eigentlich meine Füße nicht, wenn ich runterkomme? Weil du so fett bist. Musst du aber F1 dabei, drücken und genau. Da reingeben. Okay. Und ohne Slash. Und ohne Slash. Und ohne Slash. Wir müssten eigentlich wie unsere Vorbilder müssten wir eigentlich auch hier langrennen und rumbrüllen und grüllen. Wer sind denn eure Vorbilder? Ach so, ja. Wir müssen jetzt jeden anbrüllen, dass er die Hose ausziehen soll oder was? Sonst wirst du erschossen. Kommt da mal mitgebrüllt hier? Bald Mann, also dafür, dass du der Älteste bist, bist du ganz schön schnell. Ja, jetzt ist mir zu gefährlich hier bei euch. Ist auch ganz schön warm auf einmal hier. Total warm. Ach, voll warm. Körperwärme. Ganz trocken Körperwärme. Was sagt ihr denn eigentlich zu der Reaktion von Gronk, Sergeant Rumpel und Co. mit der der Sperrung von ja Rumpi? Genau und diesen finde ich eigentlich ganz gut. Oh hä, was klärt mich auf bitte? Ja. Rumpi hat zu dieser ganzen Geschichte ein Video gemacht und zwar wie er Survival Games sieht. Ah okay. Dass er da so noch ein bisschen idealistisch das sieht, dass man sich gegenseitig hilft und so. Ja, so, das, was wir eigentlich hier machen. Hat er auch sehr gut begründet. Ich ja, meine, das sehr gut gemacht. Ja. Das sind die Situation ist ja wirklich anders, als wenn da jetzt ein lokaler Krieg stattfindet. Also so eine Apokalypse ist ja global und ich kann mir da auch schon vorstellen, dass die Leute oder die Menschen anders reagieren. Es wird immer welche geben, die abdrehen und dummes Zeug machen. Aber die Masse, denke ich mal schon, wird versuchen zu überleben. Sonst wird's, hat er auch begründet, die Menschheit wahrscheinlich gar nicht geben. Wenn sie von Anfang an so gewesen wäre, ne? Ja. Du wirst wahrscheinlich sowieso nur überleben können, wenn du dir gegenseitig hilfst. Ja, genau. Wir haben uns ja auch zusammengefunden. Eben, und auch noch nackt gemacht. Hallo? Was durch die Welt ist. Also, ich weiß nicht, ob eure Überlebenschancen dadurch vergesteigert. Gay Hood Gang ist zusammen. Zu dem Befehl tippe ich jetzt einfach hier ein, oder? Ja. Genau, also in dem F1-Fenster. Und dazu musst du noch. Wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Zu Grippi. Aha. Aber mein Haus ein bisschen. Aber mal ganz ernsthaft, als ich das erste Mal das Video von diesen komischen, ich wollte eigentlich den Namen nicht sagen, diesen komischen TFSLern gesehen hatte und den Sprechen, der das da moderiert hat oder wie auch immer da gesprochen hat, das klang schon wie so ein verkappter Österreicher. Ja, ist auch einer. Das muss doch. Das muss doch irgendwie da in der Region irgendwie. Das sind Österreicher. Das gab doch schon mal einen kleinen Ösi, der Stress gemacht hat. Ja, das ist richtig. Ich meine, das kann. Das schoss mir auch durch den Kopf. Gleich als ich das erste Mal gesehen habe. Ein Häschen. Oh, schade. Ich hätte beinahe in Foskis Popo geschossen. Das hast du genau. Da liegt da nu. Oh, komm, wir trauern einmal. Einmal trauern. Hör mal auf zu hacken. Ja, ich weiß. Oh, armes Hasi. Aber das sind Rohstoffe und Sachen, die kann man doch nicht so liegen lassen. Armes Hasi. Oh. Hacken oder kacken? Hacken, kacken. Frauen, also, die mit dem Hacken klacken, kann man auch beim Kacken hacken. Aber ganz ernsthaft, das sieht aus, als wäre da ein Laster drüber gefahren. Das stimmt. Ich glaube, ich gehe da mal Fußball gucken. Oh, jetzt also doch. Jetzt guckst du wirklich Fußball? So, Kinder, weiter geht's. Weiter. Komm, Kinder, komm. Oh, Winkeltaus ist vorbei. Hallo, Hirsch. Hirsch ist tot. Ein Huhn. Und willst du den nicht wegräumen? Der Arme liegt jetzt hier rum. Ja, ich mach ja schon. Also wirklich. Ja, dann würde ich sagen, dann Azul. Laufen wir auf dem Weg nochmal bei Kendrain vorbei, nackig. Ja, die freut sich. Ich Azul, kann nichts mehr, mein Inventory ist voll. Du hast da so einen braunen Streifen am Po. Den habe ich immer. Ja. Azul hat einen. Ist ja eklig. Hat dann Kendrain den Nackedei-Befehl auch eingegeben? Ja, ich hoffe. Sonst sieht sie uns ja gar nicht nackig. Du musst es ja nicht ins Haus lassen, du musst es ja nur angucken und unsere Schniedel bewundern. Ich schieße auf jeden, der gerade von meinem Wetter vorbeiläuft. Okay, wir ziehen uns Schuhe an. Dann sind wir nicht mal ganz nackt. Wir können jetzt ja auch einen Helm aufsetzen. Oder einen Helm aufsetzen, genau. Schuhe und Helm. Schuhe und Helm. Martina, die habe ich auch gerade schon mal geschossen, als sie vor der Tür stand und rein wollte. Das ist geil. Schuhe und Helm ist eine super Idee. Aber Kiosk ist auch nicht schlecht hier.
Hast du da Handschuhe an? Okay. Jetzt sieht es aber aus wie so ein Mensch. Sag ruhig. Komm, du darfst dich hier aussprechen. Hier ist aber nicht so eine gesunde Zone, wollte ich sagen, ne? Ja. Oh, das stimmt ja auch ohne. Mit Werbevideo ist schon vorbei. Achso, Werbevideo. Ja. Weil macht keinen Sinn, wenn wir hier alle nackig rumrennen. Dann leuchtet der Urin, wenn wir da stehen bleiben. Ja. Dann müssen wir uns ja nicht mehr benehmen, wenn das Video schon wieder vorbei ist. Doch, das Video läuft noch. Achso, ach du Elend. Boah, aber nackig durchs hohe Gras ist echt total... Das wird aber ein langes Let's Play. Ja klar, also, das wird dann ein paar Teile haben. Ach so. Aber weißt du was? Dieses hohe Gras, das macht gleich was sauber. Hallo, Frau Nachbarin, die Nugget Eyes sind da, die Flitzer von rustpeace.de. Hallo, klopf, klopf. Jemand da? Guck, guck. Ja, da. Wer darf unsere Hosen aufmachen? Wer hat euch echt Hosen angezogen? Ich bin stolz auf euch. Wir haben uns keine Hosen angezogen. Wir haben keine Hosen. Du hast bloß den Nacktpatch nicht eingegeben. Genau. Wer hat da auf unsere Tür geschossen? Also wer nicht... Genau. Gar keiner. Auf meine Tür geschossen. Wer nicht niemand. Wer nicht nackig das ist... Das war schon vorher da, das habe ich ganz genau gesehen. Wer nicht nackig ist, wird zerhackt. Genau. So, wir stellen die Tieren auch. Zerhackt und aufgegessen. Ereignisse der Geschichte nach. Ich mach mal hier, ich mach den Anfang. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Die. Das ist aber hübsch. Ja, wir sind nackig und du nicht. Ja. Und jetzt kommst du. Darf man auch rein? Ich will auch gar nicht nackig sein. Aber du kannst uns nackig sehen, komm her. Aber uns fehlt hier irgendwie, Fosco, hast du vergessen, die vier Deckenteile hier wieder wegzunehmen. Ja, das ist ja noch nicht fertig. Oh, hübsch. Komm, wir können dir helfen beim Abbauen. Oh, wir helfen gerade, wenn die bei uns im Haus sind. Aber auf dem Nicht-PvE-Server hätte ich hier unten keine Fenster gebaut. Ach, warte, ich hab den Dings. Ich aber hier sind wir ja sicher. Ich hab Graffiti an den leeren Wänden, darum habe ich Fenster reingemacht. So, warte, wo war das? Hier, nö. Da. Oh. Ja, so. Alle vier. Da. Oh, sehr. Warum das denn? Oh. Der da auch. Und der da auch. Horsch, da kommt was. Und warum nimmt ihr die Decken hier wieder weg? So, jetzt ist es richtig. Ach so. Ja, ich verstehe. Ein Flugzeug! Ein Flugzeug! Das müsste noch bis nach ganz oben gehen, dann hättet ihr ein Atrium. Komm mal mit hoch. Ja, das zeig mal. Wo denn? Guck mal, kommt keiner mit zum Flug. Grippi, dann holen wir uns das, wa? So. Oh, aber das sind Bären und ich bin nackt. Sozusagen rund gehen. Ja, ach so. Lass dir nicht den Schädel beißen. Und dann ist die Etage oben drüber. Ah. Das war's doch. Auch nicht schlecht. Aber ich muss mal ganz, und eine Truhe. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, Truhe, ja, die ersten zwei Minuten vom Let's Play hatte ich Firefox angehabt. Was mir noch fehlt, sind Balkonbrüstungen. Ich hatte ja, sowas gibt's nicht, leider. Ja, kann man höchstens hier. Wolltest du was sagen, Steppke? Ja, ich wollte was sagen. Dann sag's doch, wir quatschen drüber. Ja. Voll doof. Ihr seid gemein zu mir. Ja. Ihr mögt mich gar nicht. Na, mach mal auf. Ein. Danke. Er hat es begriffen, da unten. Oh, hübsch. Wir sind aber ja noch gar nicht fertig. Ja, es ist bei uns auch noch so. Ich weiß auch gar nicht, wozu man so ein Riesenhaus braucht, ne? Aber ist egal, man kann's ja. Genau. So viele Kisten werden wir nicht haben, aber wir Besuch empfangen. Ich hab mal aufgeräumt bei genau. Dir. Danke. Hallo. Oh, so, Steppke, was wolltest du sagen? Ich wollte eigentlich was sagen, ja. Was denn? Ich wollte sagen, dass ich die ersten 5 Minuten halt irgendwie Firefox am Laufen hatte und einen ganz schönen Performance-Einbruch hatte. Ein was? Ein Performance-Einbruch. Was denn? Das waren Frames von 10 nur. Na, hoffentlich kriegst du den Einbrecher. Wo seid ihr jetzt eigentlich alle? Wir haben den Airdrop gejagt. Ich bin am Dach. Wo ist denn der gelandet? Das sagen wir nicht, aber ich finde auch gerade nichts. Ich bin zuerst da. In welche Richtung? Ach so. Kein Problem. Ich habe noch nie einen gesehen. Also ich weiß nicht mal, wie die ausschauen. Ob die groß sind oder klein sind. Oh, ihr seid ja ein ganzes Ende weg. Also ich sehe keinen. Ich glaube, sie sind hinter... Ach, guck mal, hinten ist einer. Das ist die andere Kiste. Also da, wo wir sind... Oh, da kann man nicht lang. Doch, ich habe einen. Hier ist das Tor, ist aber auch hier. Ach so, da, die sind da hinten irgendwo. Oh, bei den Wölfen, bei den Bären vorbei. Deswegen sind da die Spike Walls, weil diese Wölfe da ganz gerne mal hier hochwandern. Ja, ja. Aber ich will mal zu den anderen laufen. Jo, okay. Ich werde jetzt nur noch ein bisschen basteln. Juppie!
Ja, ah, mach das. Cool. Bin mal ganz kurz AFK. Das ist auch toll, der Serverchef hier, der wirft einen Airdrop und nimmt ihn sich selbst. Das ist so eine Sau. Willst du was ab? Willst du was abhaben? Ich teile. Ich bin auch mal kurz AFK. Da waren nur Holzwände drin. Holzwände, ja, Holztüren. Also, du bist ja schon wieder weg, Tim. User disconnected from your channel. Hat aber nicht viel gesagt. Nö. Ja. Aber dann weiß ich immerhin mal, wie die Dinger aussehen. Was jetzt passiert? Gott. Du hat, Kedos hatte ja so ein Dingen gewonnen, so ein Hoover, der hat gut funktioniert. Was hat der gewonnen? Ein Hoover? So ein Airdrop-Dingens, ach, so wo man sich die auslösen kann. Supply Signal. Das ging gut. Ich hab bei Komplett dachte ich gerade, der hätte Staub. Da, ein Nackter! Oh mein Gott. Hallo. Hallo. Schniepelmann. War der noch hier beim Airdrop? Weil das sind da drei Kisten runtergekommen, ne? Ja, ja, ich glaube, der Kedos war dran, oder? Kedos, hast ich du die gefunden? Einen. Ja, also wenn er ganz ruhig ist, dann hat er was. nee, er hat ja eben gesagt, er hat was. Ja. Aber ich wusste halt nicht, ob ein oder zwei. Also ich hatte drei Kiste. Ach, hier sind Kedos. Wir, dann sind wir hier wieder Kedos. Fast bei uns. Kedos, das war doch mal der bei den. Warum sind wir denn eigentlich nicht hier lang gegangen? Sind, ne? Ja, genau. Na, egal. Was ist? Na, hier ist es doch viel kürzer, hier sind wir doch wieder fast bei uns, im Tal. Hui. Oh, hier ist Holz. So, nochmal gucken auf der Karte. Ich renne schon wieder ohne Muni rum. Oh oh. Wo bist du denn? Eine leichte Brise? Ich bin jetzt durch die Bäume durch die Richtung Red Town. Hast du gepupst? Ah, ja. Wo sind denn eigentlich, alle anderen? Die haben sich jetzt aufgeteilt. Wo seid ihr eigentlich? Wir sind gerade Red Town. Ach so, da seid ihr lang gelaufen. Ja, ich laufe auch gerade nach Haus. Ich dachte, ihr wärt mit Henry zusammen. Na egal. Alles verläuft sich. Laufen aber wieder zurück jetzt. Wir laufen jetzt Richtung Grippi. Wir wollen noch mein Haus umbauen. Ja. Ach so. Also umsetzen, nicht umbauen. Ich wollte eigentlich auch noch ein bisschen bauen. Und Looney Tunes Haus wollten wir auch umbauen. Das stimmt, das wird komplett versetzt. So, ich muss mir jetzt aber eine Hose anziehen. Wieso das denn? Na, sonst hole ich mir noch eine Entzündung da weg. Oder so, eine Grippe, einen grippalen Effekt. Grippi? Ein Grippi. Es war so klar, dass der Witz kommt. Ja. Ach Mensch. Also wenn das Tier schon tot ist, da brauchst du nicht mehr. Ja, was ist denn? Aber ich mach auch nochmal vorsichtshalber, so, man weiß ja nie. Der könnte ja nochmal aufstehen, ist schließlich rot. Eben. Oh, jetzt kommen beide. Ach, du Scheiße. Oh, hier ist Holz, endlich. So, ich verlasse euch dann auch mal. Okay. Wer geht denn? Wer hat das gesagt? Azul, ja, ne? Glaube ich. Oh, ja. Das ist aber schade. Bisikowski, Azul. Ciao, Cescu. Tschüss. Ciao. Dani Wanski. Bis die Tage. Ja, danke, dir auch. User disconnected from your channel. So. Ach, Grippi, ich guck dir ja so gerne hinterher. Ja, vor allem jetzt, wo wir nackt sind. Das war so klar. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch wirklich einen Asbestkörper hoch 10. Also da ist er so begeistert von meinem Körper. Huch, wer steht denn da nackig? Ah, ein Nacki. Fossi! Fossi! Ich glaube, ich Fossi. Bin auch erstmal weg. Komm, da helft ihr mal wieder. Sind wir eigentlich rasiert? Ja. Ja, so anrasiert, würde ich sagen, ne? Ja, tschüss. Ciao, Kedos. Tschüss, Kedos. Ja, doch, ne, würde ich sagen. Aber das ist so. Ganz schön klein, wenn du dich bückst. Der ist das weg, ist, der ist echt unglaublich. Ja, der ist einfahrbar. Das zieht sich so ein bisschen zurück. Das ist halt so. Das sieht irgendwie anders aus hier. Was erwartet jetzt? Ihr, wenn ihr andauernd in irgendwelche verstrahlten Gegenden geht? Ja, ob das YouTube zensiert, wenn ich das hochlade? Ich glaube nicht, nö. Nein, warum denn? Weswegen denn? Wegen Penis? Ja. So, dann gehen wir mal zu Grippi wieder. Komm, kommt der mit, Fosco? Wo ist denn Fossi? Da ist Fossi. Ich glaube, der reibt sich noch an dem Pfeiler. Irgendjemand macht hier sehr komische Geräusche. Ja, da reibt sich, glaube ich, gerade irgendwer anders gerade hier. Was? Ich habe einen Bären zerteilt. Würde ich jetzt auch sagen. Steppke, ja, habe ich machen, auch. Steppke, wir machen mal Filme raten. Ich hüpfe mal hier durch die Gegend und dann, du musst mal raten, welcher Film. Jehova, 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 Jehova. Aha. Welcher Film? Keine Ahnung. Life of Brian. Hallo? Ach ja, stimmt. Ja, den hatte ich im Kopf gehabt. Der alte Nackedei da stimmt. Bei der Stein. Mein ja, Mann. Stimmt. Mann, ja. Oh. Ich bin doch nicht so alt, Mensch. Danke. Arsch. Huch. Du hast dir Löcher im Boden gemacht. Das ist aber nicht. Das finde ich nicht gut. Die waren vorher schon da. Ach,
Sag nicht sowas. Was denn mit Fossi? Fossi! Ob er tanzen kann? Fossi? Der ist weg. Fossikowski? Foslo? Fossilinio? Fossilinio? Oh Gott. Alles voll. Aber Kendrin ist auch so ruhig. Die machen bestimmt gerade was anderes. Das, ja, und ich glaube nicht, dass sie zusammen jetzt Wäsche bügeln. Die werden auf der Wäsche bügeln. Sich auf der Wäsche bügeln. Höchstwahrscheinlich. Ja, höchstwahrscheinlich. Das ist alles nicht jugendfrei. Wir müssen hier ein Ab 18 reinschreiben. Aber es ist ja eh ein Ab 18. Was, ab 18 Uhr schauen, oder? Ja, der Sandmann war schon. Oh, hier ist ja richtig was drin. Ah. Oh, hier ging unten eine Tür. Ja. Kendrin, Kendrian. Oh, da hinten ist Licht. Ja. Wer ist denn da? Ach, du bist da. Wo hast denn dein Fossi hin? Genau, Fossibär ist weg. Wo hab ich bitte was? Fossibär, wo ist Fossibär? Sofort da, Moment, jetzt. Ah. Ja, ich bin wieder da. Fossi, guck mal, das ist Zina. Hallo Zina. Ah, hi. Ach, das ist Zina? Ah. Komm, okay, wollen wir mal zu Zina reingehen? Hier waren wir noch nicht. Ach, das ist ja auch gemütlich hier. Oh. Das war eigentlich unser Lagerhaus. Ach so. Da habe ich mich einfach mal einquartiert. Aber also, das ist ja auch nicht schlecht. Reicht ja auch. Also, wenn wir mal gucken bei uns an den Kisten, da sind noch auf Foundations. Da kannst du auch schon mit anfangen. Kick mal, wenn wir uns jetzt hier alle eine Reihe das Gewehr so hinstellen und auf der anderen Seite noch sich zwei hinstellen, dann können wir das Foto mit den alten Männern nachmachen. Das stimmt. Ja, aber da kann sich immer noch keiner hinlegen. Nee. Oder wir schießen einen Bären. Nicht, das stimmt. Und stellen uns dann vor die Leiche von dem Bären. Aber da muss jemand einen Screenshot machen. Ja, das können wir ja machen. Vor allem aber muss auch Tag sein. Ja, das stimmt. Klar. Und wir brauchen ein Headset im Hintergrund. Ja. Nee, nicht ein Headset. Ein Shelter. Nicht ein Headset. Ein Shelter. Ja, hier drin ist es ja wirklich schön. Ja gut, das stimmt natürlich. Ja, wie kriegen wir einen Bären hier rein? Wir machen die Türen, wir machen die Wände einreißen. Na. Du bist doch Admin, kannst du da keinen reinspawnen? Bestimmt. Bin ich zu faul zu. Ach so. Ja. Oh ja, wir spawnen einen Bären hier drin und dann machen wir die Tür zu und lassen Sina mit dem Bären. Ach nee, Sina kannst du ja auch machen, das ist ja langweilig. Ich könnte den Code noch ändern. Oldman, wie macht ihr das eigentlich bei euren Let's Plays? Macht ihr immer einzelne Folgen aufzeichnen oder lasst ihr ein paar Stunden laufen und zerschnippelt die wie halt. Wir machen Gronkh und Co. Also wir nehmen einzelne Folgen auf. Okay. Nö, das ist ja irgendwie langweilig. Also. Nee, das ist vom Handling her einfach besser. Hey, ja, glaube ich auch. Denn so eine riesen Datei zu bearbeiten und zu vergewaltigen, also da dann immer den richtigen Punkt zu finden, das ist mir viel zu mühselig. So hast du gleich einen definierten Anfang, definiertes Ende, fertig. Nö, wir machen 20. Einfach rendern, gut. Ich mache die alle 20 Minuten. Auf Skripten, oder? Das habt ihr viel bei Tageslicht aufgenommen? Ja. Dann wird die Datei relativ groß. Dann würde ich nicht über 20 Minuten gehen, sonst dauert der Upload ja ewig. Das ist kein Problem, ich habe 50 Mbit. Ach so, ne, dann ist gut. 10 Mbit Upload, das sollte eigentlich drin sein. Ja, das hört sich dann schon. Ich lade ja auch keine 10 GB auf einmal hoch. Das wird dann schön klein gerechnet. Ja. Also wenn es relativ zügig gehen soll, dann muss das so zwischen 1 und 2 GB sein. Ja, irgendwo bauen. 16.000er. Bitte? Komm. Du kannst ja hier irgendwo bauen. Komm, Grippi, wir gehen auch nachts zu dir, oder? Wir gehen auch nachts zu mir, natürlich. Bitte können wir hier wieder abreißen. Achso, ja, warte mal. Aber erst später. Ich sag da mal Tschüssi hier erstmal. Wir gehen erstmal wieder zu mir. Wir wollen mein Haus umbauen. Ja, okay. Ciao, Turteltäubchen. Ich werde hier noch ein bisschen an unserem Haus weiterbauen. Ja, macht okay. Mal. Macht mal Wäsche bügeln. Wäsche bügeln. Achso, übrigens, das Tor ist immer noch auf. Ja, da können wilde Tiere reinkommen. Ich krieg's nicht zu. Oh, ja, du kriegst die Tür nicht zu. Kommst du da nicht ran, oder wie? Das sind die Frauen, die sind einfach zu klein dafür. Trotzdem, so. War immer gelockt. Ist so. Ist halt so, genau. Eben. Dann einfach einen Code eingeben. Oh, Henry war fleißig. Alles verbraucht hier. Das ist aber auch dunkel, du. Das ist richtig dunkel. Warum friere ich eigentlich nicht? Ich habe da keine... Oder weil ich Stiefel und Mütze auf habe. Genau. Ach, das reicht schon. Okay. Eigentlich ja, das auch. Reicht schon.
Bisschen sinnfrei, ne? Also nur damit sie auch. Warte mal, ich zeig dir mal die Kiste. Komm mal kurz mit. Ah, nur ein kleines bisschen. Welche Kiste? Wo die, Komm in die Kiste. Auf in die Kiste. Die Rappelkiste. Na, das Rappeln kommt dann später. Hier sind so ein paar Sachen zum Bauen. Da sind noch die Foundations drin, in der Mitte. Ich glaube, die Folge nenne ich. Ich glaube, die Folge nämlich die Reise nach Jerusalem. Okay. Also wenn du schon irgendwie mit Jerusalem und so, also ich sag auch mal so in Richtung biblisch was hast, dann würde ich eher den Turmbau zu Babel nehmen als Titel, weil so viel durcheinander gequatscht wurde. Hm, stimmt auch wieder. Ich glaube, wenn wir bei dir am Haus sind... Die Blaupausen, die da in der Kiste liegen bei mir, hast du die alle schon eingelesen, oder? Die meisten hatte ich... Da kommt was. Oh, da kommt was. Der ist schon tot. Hallo, der ist schon tot. Ich wollte auf nochmal sicher gehen, der war rot. Oh, da kommt noch was. Ich hab keine Muni mehr. Ich bin am Looten. Und jetzt bin ich am Looten. Ui, das wollten wir jetzt nicht. Toll, ich hab keine Muni mehr. Meine Waffe ist schon grün. Ich war auf 16 runter. Ach guck mal, ich hab ja hier noch... Fosco, Mensch, da war ich schon bei dir, da hätte ich dir eine M4 geben können. Ich hab extra eine M4 eingepackt. Haben wir vergessen. Ja, ich hatte auch eine mit. Ich habe auch eine mit. Ach je. Ja, das tut mir ja nur leid. Ja, ist ja nicht so schlimm. Entweder finde ich noch eine oder wir machen das einfach später. Die machen später. Kommst du einfach gleich mal bei mir vorbei. Ich habe auch ungefähr 812 Research Kits. Dann kannst du die für dich researchen. Nur 812? Mhm. Ich glaube, wenn wir bei dir in der Hütte sind, machen wir mal einen Cut in diese Folge und machen deinen Hausbau in eine andere Folge packen. Oh ja. Wobei, wenn ich jetzt hier nackt durch die Gegend laufe und du sprichst von Cut, da kriege ich so ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ja, aha. Wo ist Zina? Ja? In meiner Hütte. Aber mal ernsthaft, guckt denn von euch jemand noch andere Let's Plays außer Gronkh und Sarasa? Ja, die Schlaftabletten habe ich mir jetzt mal angeguckt. Ich gucke noch Rumpel. Ja, Rumpel auch, ja, genau. Rumpel ist toll, oder? Ja, Rumpel ist geil. Ja, Rumpel gucke ich auch. Ich spiele zwar nicht immer die Spiele, die ich gerne gucken würde, aber ich finde eigentlich immer was bei ihm. Ah, Munition, lecker. Danke. Sachen sind vom Rumpel sind ganz nett. Ja, das ist nicht meine Welt, also solche Spiele mag ich nicht. Was mache ich denn hier? Ach, da ist der Hangar. Ich muss ja persönlich sagen, auch wenn wir jetzt hier selber ein Let's Play aufnehmen, ich finde ja das Ganze so ein bisschen... Overdressed, muss ich sagen. Also das ist irgendwie... Weiß ich nicht. Overdressed? Man muss alles irgendwie nachmachen. Achso, ja, es wird ein bisschen inflationär. Es gibt ja 5 Millionen Let's Player so langsam da... Oh, mein Akku ist alle. Ach, ich hatte gar keine Lampe hier drauf. Achso. Ja. 5 Millionen Let's... Auf jeden Fall 5 Millionen Let's Player. Wir sind jetzt die... Machen jetzt 5 Millionen und der Erste sind wir. Bestimmt. Ja. Habe ich gerade einen Bären gehört oder hast du so? Aber das ist mir ja eigentlich so völlig Schnuppe. Ja, uns ist das auch egal. Das macht einfach Spaß und dann ist gut. Ach, na klar. Und das ist auch das Wichtigste, finde ich. Genau. So. Ach, guck mal, jetzt sind wir pünktlich zum Sonnenaufgang da. Deine Po wackeln rhythmisch im Mondschein. Guck mal, da genießen wir den Sonnenaufgang hier von meiner Veranda aus. Ist das jetzt Buddhistenphilosophie oder was? So, warte mal, dann mache ich mal hier einen Cut. Und wir sehen gleich uns wieder in einer neuen Folge bei Rust Peace, nicht Rust and Peace, weil die gibt's nicht mehr, die Jungs. Man könnte ja hier...